Hallo YouTube, mein Name ist Jim Panzer und heute geht es um die PDWR SR2. Ja, richtig gehört, es geht um nichts anderes. Eigentlich sollte das hier eine No-Add-ons-Folge werden bzw. sein. Allerdings habe ich mich dann spontan doch so ein bisschen umentschieden und das sieht man hoffentlich auch am Titel. Eigentlich sollte es, wie gesagt, No-Add-ons werden, ist es jetzt aber leider doch nicht, obwohl ich die Waffe natürlich komplett ohne Attachments gespielt habe. Mit Ausnahme des Frontgriffs, Vordergriffs, der ist nämlich standardmäßig immer an der Waffe fest angebracht, den kann man also nicht wechseln. Nicht ändern, nichts anderes dran machen. Solche, ich sag jetzt mal, individuellen Eigenschaften von der Waffe finde ich persönlich immer sehr gut, dass man es beispielsweise wie hier nicht verändern kann, dass man nichts anderes auswählen kann und da sich auch überhaupt gar nicht darum streiten braucht, ob es damit besser, schlechter oder vielleicht irgendwie sehr neutral gehalten wird. Heute geht es um die SR2, ich habe es gerade schon gesagt. Erste Frage, wie bekommt man die SR2 und warum mache ich jetzt extra ein Video ausgerechnet dazu? Ganz einfach, für mich ist diese Waffe ganz ähnlich wie beispielsweise die MP7 und das ist eine meiner Lieblings-PDWRs bzw. PDWs, keine PDWR, die PDWR mag ich eigentlich nicht so gerne und deshalb muss ich diesem schönen Schmuckstück ja eine absolut eigene Folge schenken, denn sie macht mir richtig Spaß. Ganz ehrlich, ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen mit den anderen Attachments bzw. mit den ganzen Aufträgen, die ich da für jetzt brauchte. Und man muss, um diese Waffe zu bekommen, eigentlich nichts weiter tun als 20 Wasserfahrzeuge zerstören. Das kann alles sein. Also angefangen natürlich von den neuen Hovercrafts über irgendwelche Boote, also ob das das Ripboot, das Kanonenboot, keine Ahnung was ist. Und natürlich auch die Wassermotore der / Jetskis. Alles zählt dann im Prinzip dazu. Und ich sag's euch ehrlich, am Anfang habe ich mich ein bisschen schwer getan mit den 20 Wasserfahrzeugen, weil ich der Meinung war, nein, du musst das auf jeden Fall irgendwie so machen, wie du das immer tust. Für alle Jetpiloten von euch draußen wird das wahrscheinlich ein Witz sein, denn ihr geht einfach nur mal ein bisschen in den Jet und dann auf ja, Wasserfahrzeugjagd. Und ich nehme mal an, dass es nach einer, spätestens zwei Runden bei den Leuten, die sich, wie gesagt, im Jet ein bisschen besser auskennen und ihr keine große Gegenwehr im Himmel habt, dann wahrscheinlich mit diesem Achievement hier erledigt haben wird. Also ich denke mal nicht, dass ihr da wirklich lange für braucht. Andere Leute, die beispielsweise nicht gut auf den Fahrzeugen sind, die werden da ein bisschen mehr Probleme haben. Mich da eingeschlossen. Am Anfang, wie gesagt, habe ich mich da wirklich schwer getan. Ich habe also versucht, mit irgendwelchen Lock-On-Waffen da die ganze Zeit rumzuradieren. Und das funktioniert manchmal ganz gut, hängt aber sehr stark natürlich von der Runde ab, wie viele Leute auf dem Server drauf sind, wie viele Leute sich überhaupt mit Wasserfahrzeugen bewegen. Von der Map würde ich sagen, würde ich auf jeden Fall auf die Naval Strike Maps gehen. Natürlich gibt es auch andere Maps, wo man das machen kann. Also man muss hier nicht zwingend auf Naval Strike Maps unterwegs sein, zumindest nach meinem Kenntnisstand. Und die Lock-On-Waffen, ganz ehrlich, vergesst die Dinger einfach. Mich haben die nicht weiter nach vorne gebracht. Ich habe zwar das ein oder andere Wasserfahrzeug auch mit einer Lock-On-Waffe zerstört, allerdings nicht so richtig aktiv. Das war mehr so, ich sag schon fast, ja, Zufall. Es funktioniert natürlich, also man muss sich jetzt keine Illusion machen. Wenn man als Team zusammenspielt und vielleicht hat man noch jemanden, noch einen Sniper dabei, der einem schönen Sachen markiert, das wird auf jeden Fall funktionieren, aber für mich hat das jetzt im Endeffekt nicht so gut funktioniert. Zweite Möglichkeit, die mir jetzt so spontan noch einfällt, wäre beispielsweise, dass man sich auf Operation Wavebreaker in dieser U-Boot-Werft zurückzieht und mit C4 arbeitet. Also sprich, wenn man wartet, dass gegnerische Fahrzeuge, also Wasserfahrzeuge da reinkommen durch diese engen Tunnel, durch diese engen Kanäle, dass man sich da geschickt positioniert und dann vielleicht versucht, von der Rückseite einfach nur in den Kanal reinzuspringen bzw. an das Fahrzeug zu springen, mal eben kurz ein bisschen C4 dranpappt, wegschwimmt und das Ding dann in die Luft jagt. Funktioniert auch. Ich habe es 2-3 Mal selber gemacht und habe dann aber nicht mehr lange abgewartet, war einfach nicht so richtig mein Spielstil. Andere Möglichkeit wäre natürlich auch, ist allerdings sehr riskant und kann aber auch sehr viel Spaß bringen, ein Wassermotorrad oder ein anderes Fahrzeug einfach nur mit C4 vollzupacken und dann eben dieses typische Suicide-Buggy-Ding halt durchzuziehen, heißt mit dem C4 möglichst nah an das gegnerische Fahrzeug aufzulaufen und das Ding dann in die Luft zu jagen. Ist riskant, weil speziell wenn man sich die dicken Boote aussucht oder halt auch eben irgendwie ein Ripboot oder ähnliches, wird man meistens schon auf weite Entfernung gesehen, gesichtet und natürlich dann erfolgreich abgewehrt, angegriffen. Das ist an Land mit den Quads oder halt auch mit den Dirtbikes wesentlich einfacher, klappt allerdings auch und hat einen extrem hohen Spaßfaktor. Was für mich jetzt allerdings am besten funktioniert hat, muss man auch ganz klar sagen, ich bin hier auf einem nicht ganz so vollen Server. Also ich war, glaube ich, ein 32-Slot-Server, wo ungefähr 20, 24, 25 Leute drauf gewesen sind, unterwegs gewesen, sehr lange Runde.
keine Jetpiloten am Start, also keine ernstzunehmenden Jetpiloten. Ich habe mehrere dann auch mit, ich habe es leider natürlich nicht aufgenommen, ist ja immer so, wenn man was Gutes reißt, mit der TV-Rakete vom Boot habe ich mehrere Jets abgeschossen. War sehr witzig, habe mich sehr gefreut und die meisten gegnerischen Wasserfahrzeuge habe ich dann, wie gesagt, aus dem eigentlichen Kanonenboot, also sprich aus dem eigentlichen, wie heißt das Ding eigentlich richtig? Ich sage immer Kanonenboot dazu, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Also sprich diese ganz einfache Angriffsfregatte. Was auch immer. Damit habe ich die meisten Wasserfahrzeuge gekillt. Ging eigentlich relativ einfach. Ich habe für das Boot natürlich, soweit ich weiß, alles schon freigeschaltet. Habe sehr häufig mit der TV-Rakete dann feindliche Boote angegriffen aus Entfernung. Bin dann im Prinzip nur Attacke drauf losgefahren, habe sie mit der Hauptkanone dann noch runtergeschossen und meistens hat es für mich funktioniert, dass ich sie auf diese Art und Weise komplett runterballern konnte. So, zweite Sache. Bei dem Teil ist eigentlich, was heißt zweite Sache? Quatsch, zweite Sache doch überhaupt gar nicht. Nachdem ich diese Waffe dann hatte, habe ich sie erstmal gar nicht ausgewählt und irgendwie bin ich dann später darauf zugekommen, ich weiß nicht, da haben wir gerade sogar mit Zuschauern irgendwie zusammengezockt, habe die ausgewählt und habe gedacht, meine Fresse, das Ding reißt ja mal richtig was weg. Deshalb jetzt hier ausnahmsweise mal ein paar Stats von meiner Seite aus, denn die Waffe trägt 30 Schuss im Magazin, hat eine Feuerrate von 900 Kugeln pro Minute und hat eine Nachladezeit laut der Webseite BF4 Central von 3,5 Sekunden, was soweit ich weiß ein bisschen viel ist, also im Vergleich dazu zu anderen. Dann eine minimale Damage von 12 und eine maximale Damage von 26. Ist aber relativ scheißegal, weil man haut ja sowieso maximal 900 Kugeln pro Minute raus. Heißt, das Ding haut richtig Kugeln raus und man muss gar nicht darauf achten, ob man jetzt 3 oder 4 Kugeln trifft, weil meistens prasseln sowieso 5 oder 6 Kugeln auf den Gegner ein und er ist sowieso tot. Speziell jetzt hier im Hardcore-Modus passiert das natürlich sehr schnell. Ja, man muss nicht mehr so wirklich gut zielen. Das heißt, wenn man einfach nur auf den Gegner sprayt, reicht es meistens aus, dass man genügend Kugeln auf den Körper bzw. auf den gegnerischen Soldaten aufprallen lässt und er geht dadurch natürlich dann down. Macht mir natürlich richtig Spaß. Ihr wisst, momentan spiele ich die hochfrequenten Schussmagazin-Waffen eigentlich am liebsten. Das heißt also die Waffen, die besonders hohe Schussfrequenzen haben. Das wollte ich eigentlich sagen. Und da passt natürlich die SR2 absolut hundertprozentig super perfekt hier rein. Also, wenn ihr Bock drauf habt, das Ding mal auszuprobieren, 20 Wasserfahrzeuge, es ist nicht so schwer, ohne Witz, es ist nicht so anstrengend, es ist nicht so kompliziert. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr mit dem fetten Angriffsboot unterwegs seid, spielt ein bisschen passiver, ja, also nicht die ganze Zeit an der engen Ecke rumlungern und rumcampen, aber fahrt nicht wie so ein Berserker die ganze Zeit durch die Gegend. Vielleicht sprecht euch mit einem Kollegen ab, irgendwie im Teamspeak, der euch so ein paar Gegner vielleicht auch spottet, ja, vielleicht auch jemand, der in der Luft unterwegs ist, mit dem ihr euch absprechen könnt. Ich denke mal, dann wird man sich die Kills mehr oder weniger ganz gut aufteilen können. Ja, das heißt, wenn ihr gegnerische Wasserfahrzeuge gemeinsam angreift, dann könnte es sein, dass der eine Kill mal eher für euch gut ist und der andere dann halt eher für den, der beispielsweise in einem Helikopter oder in einem Jet dann am Start ist. So, von meiner Seite aus, SR2 Daumen hoch, mehr oder weniger sogar 5 Daumen hoch, weil das ist mal wieder eine richtig gute Waffe, die jetzt hier bei Naval Strike mit da reingekommen ist. Man muss natürlich fairerweise sagen, sie unterscheidet sich in meinem Spielstil, beziehungsweise nach meinem Dafürhalten, nicht so ultra krass jetzt zu den anderen Waffen, aber es ist natürlich wieder eine neue Waffe, deshalb muss man ihr auch ein bisschen Gehör schenken. Von meiner Seite aus, wie gesagt, 5 Daumen nach oben. Besser geht's für mich jetzt momentan nicht. Und das, obwohl ich noch nicht ein einziges Attachment, mit Ausnahme des Vordergriffs natürlich, jetzt an der Waffe dran habe. Heißt, ich werde das Ding jetzt für mich nochmal ausprobieren, die ganzen Sachen freischalten. Ihr habt es hier, glaube ich, im Video gesehen. Ich habe, glaube ich, ein oder zwei Unlocks bekommen. Darunter auch wieder irgendwelche dummen Scopes, die man jetzt hierfür nicht braucht. Weil ihr seht's hier, selbst Gegner auf mittlerer Entfernung sind überhaupt kein Problem. Die Waffe verreißt nicht besonders stark. Man kann sie sehr einfach kontrollieren. Und wenn ich euch jetzt Lust gemacht habe, das Ding mal auszuprobieren, aber ihr immer noch mit diesen 20 Wasserfahrzeugen rumgammelt, ja, macht euch nichts draus. Lebt euch einfach zurück, versucht mit C4 die Dinge anzugreifen oder auch einfach nur mit der RPG. Ist ein bisschen nervig, aber ganz ehrlich, wenn man sich da einen Abend hinsetzt, ist es eigentlich kein Problem, auch wenn man nicht gut in den Fahrzeugen rumradieren kann. So, das soll es eigentlich schon wieder gewesen sein. Ich sage danke fürs Zuschauen. Mein Name ist Jim Panzer und das hier ist fast eine No-Add-on-Folge, allerdings eher so ein bisschen, naja, schauen wir mal, wie wir die SR2 freischalten können. Wir sehen uns natürlich in meinem nächsten Video und jetzt könnt ihr diesen Clip hier noch bewerten. Bis dahin. Ciao, tschüss.